Hey, ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Deep Stars X-Mas Lemmings. Heute am 10. Dezember, wo wir das 10. Level dieses Levelpaket spielen werden. Und zwar ist das heute Level 4 vom 2. Schwierigkeitsgrad. Der heißt Out of Sword, wo wir 30 Lemminge haben, all das Ziel auch erreichen müssen. Eine Family-Rate von 50 und unbegrenzt viel Zeit. Ein Level von Piuf, wo wir ja hoffentlich die mal nicht so viele Probleme haben wie gestern. Da habe ich ja ein bisschen blöd angestellt, ja, mit dem Punkten am Platzieren der Lemmingen. Hat nicht so ganz hingehauen. Gerade die letzten 20 Minuten war ja da quasi nur probieren, den richtigen Pixel zu finden. Aber ja, jetzt machen wir mal mit dem nächsten Level weiter und hoffen, dass wir die Kenntnis von gestern gut gebrauchen können. Mit Out of Sword. Wir gucken mal das Level an. Wir sind hier und sollen nach dort. Kurz, wahrscheinlich nicht. wir haben in diesem Level hier 4 Kletterer, 1 Brückenbauer und 6 Minenarbeiter. Oder Berglemminge, wie immer man die nennen möchte. Ja. Ich glaube, offiziell heißt die wirklich Minenarbeiter. Es gibt, glaube ich, auch eine Übersetzung. Ich glaube, irgendeine Version, das stehen wirklich auch als Bergmann eigentlich drin. Der Bergmann-Lemming. Aber egal, wie man ihn nennt. Wir haben hier diese Verfügung. Der kann halt diagonal graben. Das ist ein Problem, was wir hier haben, ist, dass dieser Hügel hier ja nicht einfach durchgraben lässt. Ja, der sagt, dass es auf der Seite nur von rechts nach links geht und auf der Seite von links nach rechts. Ja, ist er da verkehrt herum. Na, wobei, macht keinen Unterschied eigentlich, ne? Wer ist für sich so relevant, Leute, wie rum das wäre? Es ist allgemein, der ist falsch rum. Ja, einmal vermisse beide nach rechts gehen die Pfeile. Dann wäre es kein Problem. Aber so müssen wir halt irgendwie zusehen, dass wir da uns durchbuddeln können. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ihr habt schon grundsätzlich eine Idee, ja? Wir müssen danach hoch und mit den Minenarbeitern so zickzackmäßig runterkommen. Einen Brückenbau haben wir dafür zur Verfügung. Der kann man also irgendwie wenden mittendrin. Ich weiß nicht, ob das die Rätsel-Lösung ist. Das ist vielleicht die Idee. Heute am 10. machen wir es mal. Der 10. heißt ja auch, dass Weihnachten nur 2 Wochen weg ist. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile eure Geschenke schon gekauft. Oder ihr wisst gar nicht, was ihr kaufen sollt. Ich bin nämlich einer, der meistens am letzten Tag etwas kauft. So 22., 23., 24. erst. Ist immer noch früh genug. Na gut. Jetzt muss ich mal kurz den zweiten Leuchten so hochschicken. Weil ich brauche einen, der umdreht, während der hier im Gange ist. Nehmen wir mal den hier. Halt, hier geblieben. So. Und mal schauen, ob das hier funktioniert. Hier ist er schon, ist gut. So, ich frage natürlich, wie mache ich das? So, okay. Super, jetzt mal, bevor ich geht da hier hoch, kann ich den da vielleicht einsetzen? Muss ich mal gucken, ob das gehen würde. Kann sein. Das wäre vielleicht eine Idee. Weil ich glaube, hier zu finden ist uns schwer genug. Da kann ich das hier machen. So, mal gucken. Kann ich, geht das? Das geht. Dann kann ich den dann nutzen, um damit er umdreht. So, mal schauen. Hier kann ich in der Zwischenzeit einen anderen nehmen. Den kann ich glaube ich nicht. Ich muss warten, bis er wieder zurückkommt. So. Vielleicht ist dann die Möglichkeit. Ich wollte sagen, das fällt dann nicht runter. Nein, tut er nicht. Weil man das mal abgesichert.
Okay, warte, muss ich mal kurz gucken. Nehmen wir mal den hier oder den? Den hier, ne? So. Der andere müsste dann auch gleich hinterherkommen. So. Da kommt der Hund. Na, kann ich immer noch nicht? Da, jetzt kann ich. Jetzt kann ich. So. Also fast zu früh da. Das geht aber noch. Ja, könnte noch funktionieren. Eigentlich wie gerade, man hat nicht gar nicht viele Optionen eigentlich, was man hier machen kann. Und nur hoffen, dass das jetzt auch noch reicht. Aber noch einen habe ich noch und zwei Butler. Das ist ein Minenarbeiter. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Dann muss ich wieder den, wenn der warten, bis er wieder zurückkommt. Das gleich nochmal. Nur muss ich ein bisschen früher, glaube ich, damit anfangen. Ich glaube, wenn der hier. So, jetzt kommst du. Du kommst jetzt da. War jetzt zu weit noch weg. So, vielleicht jetzt. Na, komm her. Komm schon. Ah ja. Ja, das sieht gut aus. Das könnte funktionieren. Das könnte es gewesen sein. Diesmal haben wir das gut gut nutzen können, das Wissen von gestern. Naja, nicht wirklich, ne? Es blieb nicht viele Optionen. Er muss ja so funktionieren. Super! Haben das jetzt geschafft? Dreht er doch wieder um, oder? Er ist um, er hat umgedreht. Perfekt, so muss das aussehen. Haben wir so Zeit gespart. Ja, 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 grundsätzlich besser als das von gestern. Kam auch schnell durch. Ja, man hatte nicht viele Möglichkeiten mit der Brücke. Weil mit der Brücke musste man ja oben bauen, ja, um den abzuhalten. Wir haben es geschafft. Super, you rescued every lemming on that one. Can you do it again? Ja, diesmal lief es perfekt, muss ich mal sagen. Gestern dafür absolut Gegenteil. Hat man wieder kurze Folge. Haben wir mal gut hinbekommen. Na gut, gucken wir das nächste Level an für morgen. Und da bekommen wir es dann mit ICU zu tun. Und ja, das werden wir uns dann morgens zu Gemüte führen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich hoffe, ihr seid wieder dann dabei. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Denkt an Kommentare und Bewertungen. Und damit bis zum nächsten Mal. Also, bis morgen.